Gesundheit in besten Händen. Du vertraust mir. AOK Plus. Montag am späten Nachmittag in der Richard-Hartmann-Halle. Hoher politischer Besuch aus Leipzig war Gast im VIP-Raum der Niners. Mark J. Powell, der Generalkonsul der USA für die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, besuchte unsere amerikanischen Spieler und die Vereinsführung zu einer circa einstündigen Diskussion über Basketball und das Leben der drei Amerikaner hier in Chemnitz. Für Mr. Powell hat sich das Treffen offenbar sehr gelohnt, denn nach der Zusammenkunft fand er nur positive Worte zum Verein und den Spielern. Das ist für mich war es eine gute Erfahrung. Ich hatte keine Ahnung, dass es amerikanische Spieler hier war. Aber die Oberbürgermeisterin hat mir das im Dezember gesagt. Und heute gab es die Möglichkeit mit diesen Amerikanern Spielern kennenzulernen. Und auch wenn der Konsul nur kurz in Chemnitz war, die größte Stärke des Teams hat sich ihm sofort offenbart. Es ist eine sehr gute, wie sagt man, Spirit, eine sehr gute, ich weiß es nicht auf Deutsch, aber ja. Und diese, wir haben diese Schülerinnen gesehen und die Besucher von Fukushima. Und die Kollegen haben über die Geschichte des Vereins gesprochen. So, wir haben Basketball viel diskutiert. It's just a different experience for us. We usually don't get to do that on a day-to-day. We talk to each other. We maybe talk to people back home, but we usually don't get to speak with politicians, especially, you know, being in a foreign country. It was just kind of a nice experience, something out of the normal for the day for us. Also es war generell ein sehr angenehmes Gespräch. Also er ist ein sehr zuvorkommender Mensch, sehr interessiert auch. Er hat sich wirklich sehr interessiert gezeigt an den Niners an sich, aber auch an dem Sport, an der Sportgeschichte in Sachsen und Deutschland. Hat das, denke ich, auch sehr ernst genommen. Also zumindest hat er so den Eindruck gemacht. Und wir haben ihn eingeladen. Wir hoffen natürlich, dass wir ihn auch mal hier sehen. Er hat selber gesagt, er ist 76ers-Fan. Vielleicht kriegen wir ihn noch zum Niners-Fan. Ja, hoffentlich in der Zukunft komme ich zurück. Ich weiß nicht, wann genau, aber die Freund hat mir eingeladen und ich komme zurück. Bevor es zu dem Treffen mit Mark J. Powell kam, hatten die Niners ein straffes Wochenende zu absolvieren. Zwei Spiele innerhalb von 3 Tagen galt es zu überstehen. Und das ist den Chemnitzern mit 2 Siegen auch bravourös gelungen. Ich denke, generell muss man mit dem Wochenende sehr zufrieden sein, wenn man sieht, Freitag gegen Crailsheim das Spiel, wahrscheinlich individuell die beste Mannschaft der Liga, mit Abstand die athletischste Mannschaft der Liga, wie wir es da geschafft haben, nach einem doch etwas verkorksten ersten Viertel wieder zurückzukommen und letzten Endes dann mit einer sehr kämpferischen Leistung und vor allem auch einer defensiv sehr starken Leistung dann zu gewinnen. Da können wir schon sehr stolz drauf sein. Und dann natürlich am Sonntag in Ehingen, da hat man dann, sage ich mal, 2,5 Viertel lang eigentlich gute Kontrolle über das Spiel gehabt. Und dann hat man einfach gemerkt, dass das Spiel auch am Freitag viel Kraft gekostet hat. Vor allem in der Offense lief dann gar nicht mehr zusammen. Wir haben die Würfe nicht mehr getroffen, wir haben uns in der Offense auch schlecht bewegt teilweise. Man hat auch gemerkt, wir sind wirklich müde, waren auch hier und da mal einen Schritt zu spät dann in der Defense. Aber letzten Endes trotzdem dann immer noch Kampf des Willens, gut gekämpft und dann Spiel des Willens noch gezogen. Und durch diese 2 Siege haben wir den 3. Platz gesichert und damit müssen wir einfach vollkommen zufrieden sein. Zur Partie in Ehingen kommen wir später. Zunächst beschäftigen wir uns erstmal mit dem Freitagsspiel zu Hause gegen Crailsheim. Das Hinspiel wurde sensationell durch eine Buzzerbeater-Show von Gary Johnson und Co. in der Verlängerung gewonnen. Crailsheim brannte also auf die Revanche. Doch die ersten 2 Minuten gehörten den Hausherren. Donald Lawson mit den ersten Punkten der Partie nach Offensiv-Rebound. Für die Gäste erzielte Billy Baptist mit einem Verzweiflungstreier bei ablaufender Shotclock die ersten Punkte. Aber im Gegenzug erzielte erneut der Hightower Punkte am Brett und so stand es nach 120 Sekunden 6:3 für Chemnitz. Doch von nun an überrannten die Merlins die Niners mit einem 19:5 Lauf innerhalb der nächsten 7 Minuten. Joe Buck, Billy Baptist und Co. liefen zur Höchstform auf und so stand es 1 Minute vor Viertelende schon 22:11 für die Gäste. Hey!
Jorge Schmidt erlöste die Fans mit einem Dreier. Doch das letzte Wort in Viertel 1 gehörte wieder den Merlins. Gary Johnson verpasste knapp den Buzzerbeater und so ging es beim Stand von 16-27 aus Sicht der Niners ins zweite Viertel. Dort markierte Center-Routinier Ty Shaw gleich 4 schnelle Punkte für seine Niners. Doch die Gästefans aus Greisheim konnten weiterhin beobachten, wie ihre Mannschaft eine überragende Offense spielte, die schließlich in einem Highlight-Dank von Billy Baptist über Jolaik Schafrat gipfelte. Felix Schreier nahm die Auszeit und diese zeigte auch umgehend Wirkung. Takumi Ishizaki mit dem völlig offenen Dreier. Donald Lawson mit einem seiner 2 Blocks an diesem Abend an Mark Hill und Gary Johnson schließlich im Tempo-Gegenstoß zum 29-35. Chemnitz ackerte sich wieder zurück ins Spiel. Pure Wille und Einsatz ließen dann den Halbzeitstand wieder etwas freundlicher aussehen. 35-41. Nur noch 6 Punkte Vorsprung für die Merlins. Die zweite Hälfte begannen beide Mannschaften engagiert. Gary Johnson mit dem Layup und Daryl Webb mit dem Dunk. Einer drehte aber nun auf Chemnitzer Seite einen Gang höher. Takumi Ishizaki ließ seine Verteidiger alt aussehen und erzielte durch seine Korberfolge erstmals seit den Anfangsminuten der Partie wieder eine Führung für die Niners. Greisheim traf nun überhaupt nichts mehr und die Hartmann-Hölle wurde immer lauter. Und als Gary dann seinen einzigen Dreier an diesem Abend traf, rastete die ganze Halle aus. Und als er dann im Gegenzug auch noch gemeinsam mit Schafrat einen Turnover provozierte, flippte der Kapitän endgültig aus. Mit 6 Punkten Vorsprung ging es nun ins entscheidende letzte Viertel, wo Greisheim gleich mal einen 10-0 Lauf hinlegte und blitzschnell selbst wieder auf 4 Punkte davonzog. Donald Lawson erlöste die Fans von der Freiwurflinie zum 59-61 aus Sicht der Hausherren und Jorge Schmidt schnippte einen ganz wichtigen Dreier zur erneuten Chemnitzer Führung. Dieser Wurf war für uns der Schlüsselmoment am Freitagabend. Der Wurf war aus dem System rausgespielt und von daher ein guter Wurf, den wir auch wollten. Wir hatten in der Phase Probleme zu punkten und von daher war der Wurf wichtig, aber jetzt groß drüber nachdenken tut man da nicht, ne. Die Verteidigung der Niners stand nun wieder sicher und nachdem man durch Freiwürfe wieder 3 Punkte in Front war, griffen noch einmal die Schiedsrichter ins Geschehen ein und gaben hier ein T-Foul wegen Flopping an Captain Johnson. Mark Hill traf beide Freiwürfe, brachte seine Mannschaft wieder auf einen Punkt heran, aber Greisheim konnte den folgenden Ballbesitz nicht nutzen und schickte nun Chemnitz mit Stop the Clock an die Linie. Die Mannschaft traf nur 4 der nächsten 8 Freiwürfe, aber Greisheim hatte Pech im Abschluss und konnte das Spiel nicht mehr drehen. Als dann schließlich Gary Johnson wenige Sekunden vor Schluss an die Freiwurflinie geschickt wurde und er beide Freiwürfe traf, war das Spiel entschieden. Am Ende stand ein verdienter 70-66 Heimerfolg der Niners zu Buche, die sich mit diesem Sieg das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde sicherten. Individuell und in der Tiefe ist Greisheim sicherlich besser besetzt, aber die Niners machten diese Unterlegenheit wie schon so oft in den letzten beiden Jahren mit Siegeswille, Einsatz und Leidenschaft wieder wett. Da die Einstellung bei den Niners immer stimmt, kam auch dieser Erfolg nicht unerwartet. Nein, ich denke nicht, dass der Sieg überraschend war. Ich denke, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel mit 2 starken Mannschaften, was sich ja auch in der Tabellensituation gezeigt hat, dass wir als Vierter waren wir da, glaube ich, und Greisheim Zweiter.
oder Dritter, dass da zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen. Aber ich denke, unsere Heimstärke hat sich da nochmal bewiesen und von daher war es jetzt nicht so überraschend, nein. This Crailsheim game was very intense. I think that, you know, the only thing on my mind was winning this game. I wasn't kind of sidetracked about the, you know, about the things that were going on afterwards or before. All I wanted to do really was just play the 40-minute game, get it over with, and then celebrate afterwards, whatever it may be. Einen riesen Anteil am Heimerfolg haben natürlich auch wieder die Fans auf den Tribünen. Was am Freitag wieder für ein Höllenspektakel stattgefunden hat, sucht in der Pro A seinesgleichen. It was pretty exceptional, I would say. The crowd was definitely excited. They were loud. It was what us as players, you know, absolutely love. You know, the experience of the crowd, you know, like going with us and getting excited with us, and you know, them carrying us, and you know, them having energy, you know, providing us with energy by cheering and, you know, and supporting the team. So, you know, it was just wonderful to have the fans there, to have them be as loud as they were. And if we could have the gym absolutely full for the playoffs and if we can have the crowd, you know, going crazy and being super excited, you know, that's what we would love as players. Nach dem Spiel gab es noch eine Ehrung auf dem Parkett. Gary Johnson wurde zum Vita Cola MVP der aktuellen Saison gekürt. You know, I believe I'm really happy to receive this award. I feel like, you know, it's really a team effort and what we have accomplished this season. But at the same time, I do want to say thank you for everyone voting me as the MVP of the season. Ich denke, dass Gary Johnson den Pokal verdient hat. Also ich denke, da wird's auch, kannst du jeden in der Mannschaft fragen, der wird das ähnlich sehen. Gary ist nun mal der Spieler, der in den wichtigen Phasen den Ball in seinen Händen hält, der dann auch die richtigen Entscheidungen trifft. Gerade in den engen Spielen war er meistens mit das Zünglein an der Waage. Und auch, was er abseits des Feldes macht für die Mannschaft, wie er die Mannschaft zusammenhält, wie er die Mannschaft führt, wie er auch mit mir kommuniziert auf dem Feld, wo wir einfach dann denselben Plan verfolgen. Damit muss man sagen, er spielt auch mit Abstand die meisten Minuten in der Liga. Ich denke, er hat sich diesen MVP-Award verdient und denke ich, kann auch glücklich drüber sein. Oh, of course. I mean, Gary's been, you know, not only the team captain, but, you know, the leader in a lot of categories for us. And yeah, I don't think you could say that anybody else on the team deserved it at all. I think, you know, Gary's effort and his attitude and his leadership speaks for itself. He's done an absolutely fantastic job. So, I mean, I don't really see how you could expect to present that to anybody else. I mean, he's earned it. He's done the work. He's been there for his teammates all year long. He's been a great leader, and what else do you want from the guy? So, you know, of course, you know, my hat off to him. He's done a great job and fully deserved it. Nach der Ehrung zum MVP gab es noch ein Uftar in der Rosi Special Edition. Alle mal hinsetzen. Ja, war ein großartiges Ufta von Rosi und ich denke, es zeigt doch irgendwo den Team-Spirit, den wir haben. Nach dem Erfolg gegen Crailsheim galt es sich aber schon wieder neu zu fokussieren. Denn bereits am Sonntag, also nicht einmal 48 Stunden später, stand das letzte Saisonspiel im 450 Kilometer entfernten Ehingen an. Auf dem Spiel stand die definitive Sicherung des dritten Tabellenplatzes für die Niners. Und so starteten sie auch fokussiert in die Partie. Takumi mit den ersten Punkten und Jorge ließ gleich noch einen Dreier hinterherfliegen. Bis zur Halbzeit erarbeiteten sich die Chemnitzer eine 34-22 Führung und bauten diese im dritten Viertel sogar noch weiter aus. Rosi und Tai versenkten offene Dreier und so stand es nach 25 Minuten Spielzeit 46-25 für die Niners. Wäre das Spiel so weitergegangen, hätte man Ehingen locker unter 50 Punkte gehalten. Doch die Donaustädter kämpften sich eindrucksvoll zurück, sodass eine Minute vor Ende der Partie der Chemnitzer Vorsprung auf nur noch 4 Punkte geschrumpft war. Beim anschließenden Stop the Clock behielt aber allen voran Gary Johnson die Nerven. Und so konnten die Chemnitzer einen 60-54 Auswärtserfolg nach Hause schaukeln. Dabei hat man es am Ende aber spannender gemacht, als es nach dem Spielverlauf eigentlich nötig gewesen wäre. Das Ergebnis spiegelt auch wieder unseren gewohnten Spielstil wider, denke ich.
Es war Low Scoring. Wir hätten natürlich lieber ein paar mehr Punkte selber noch gemacht, aber nichtsdestotrotz war es ein wichtiger Sieg. Andere Mannschaften sind in Ehingen schon gestolpert. You know, you're not going to go to Ehingen and just win. You know, they have a young team and they play hard from the first minute to the last minute. So with an expectation, you have to know what comes along with that expectation. And I think if you're realistic about it, you know, and prepare yourself in the right way, you know, then you can hope for a positive result and then work for that positive result. Durch den Sieg zum Saisonabschluss stehen die Niners nun, wie schon im letzten Jahr, auf Platz 3 der Tabelle. Mit etwas Glück kann man am kommenden Wochenende durch bestimmte Ergebnisse der Konkurrenz noch Zweiter werden. Egal, wer am Ende unser Gegner in der ersten Runde der Playoffs wird, man muss es nehmen, wie es kommt. Ja, wir freuen uns alle auf die Playoffs. Wir sind natürlich gespannt, auf wen wir da treffen, aber jetzt einen Wunschgegner gibt es nicht. Ich denke, die Liga ist so stark, dass 8 starke Mannschaften in die Playoffs kommen und alle haben das Potenzial, auch die zweite Runde zu erreichen. Von daher haben wir jetzt eine gute Ausgangsposition mit dem wahrscheinlich dritten Platz. Auf jeden Fall den Heimvorteil in der ersten Runde. Und es wird natürlich sehr schwer, die ersten 3 Spiele im Zweitagesrhythmus zu spielen. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr drauf und wollen natürlich möglichst alles gewinnen. I think if we continue the momentum we've built in the last 4 games, I think that's a streak. We've won 4 in a row. I think if the Hartmannhalle is a little bit of Hartmann hell for visiting teams, we stick together, we focus on the task at hand, and you know, the fans make it a nightmare for other teams to come in here, as we've done for most of the season. I think, you know, we can go, you know, as kind of as far as we can. We just have to see, you know, who we play, what the situation is, and you know, hard work and support from the fans. I think we have a pretty good shot at doing some nice things. Und auch der Generalkonsul Mr. Mark J. Powell drückt den Niners die Daumen für die anstehenden Aufgaben. Ich hoffe, dass die gut spielen können, und ich wünsche, dass die Mannschaft viel erfolgreich hat. Das ist mein Wunsch. Und am Rande des Treffens mit Mr. Powell brannte uns noch eine Frage an Captain Gary Johnson auf der Seele. Nun bist du ja jetzt schon 3 Jahre hier in Chemnitz, die Saison ist vorbei, die reguläre Saison. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir Gary Johnson nächstes Jahr nochmal im Niners-Trikot sehen? Well, let's just say number 5, probably still be wearing a Chemnitz jersey. I said it once before, you know, in the Pro A, I wouldn't want to play for any other team. And I found a home here for me and my family, so, and we just hope everything works out for the best.